Hallo und willkommen zurück zum Let's Play Gran Turismo 5, die 200 Meilen von Laguna Seca. Ja, und hier starten wir gleich mal mit einem Ladebildschirm. Nämlich, so sieht das aus, wenn ihr wieder in ein gespeichertes Langstreckenrennen einsteigt. Ihr startet das Spiel ganz normal und ja, nachdem dann dieser Ladebildschirm hier auch erschienen ist, lädt das Spiel, ihr müsst da kurz warten. Ihr kommt nicht mehr in den ganz normalen Gran Turismo Modus oder beziehungsweise überhaupt ins Hauptmenü, sondern ihr bekommt dann hier gleich zum Beginn des Spiels die Frage, ob ihr das begonnene Langstreckenrennen weiterfahren möchtet. Ja, Gran Turismo lädt ja bekanntlich immer etwas länger, deswegen müssen wir jetzt hier kurz warten. Ja, und da wird es nämlich auch schon angezeigt, dass das Rennen fortgesetzt wird. Ich hätte jetzt auch Kreis drücken können und dann wäre das Rennen abgebrochen worden und ich wäre wieder im Hauptmenü gelandet, aber der Rennfortschritt wäre dann natürlich auch weg gewesen. So, das Ganze lädt hier auch noch einmal. Die ganzen Fahrzeuge werden jetzt hier auch noch mal geladen. Hat noch mal eine kleine Übersicht über das Rennen und kann dann auch direkt wieder einsteigen. Man startet dann nämlich genau an der Stelle, wo man aufgehört hat, nämlich bei der Boxeneinfahrt, und hat dann auch nochmal die Möglichkeit, dabei einzustellen, was man beim Boxenstopp machen möchte. So, der muss natürlich auch erst die ganzen Fahrzeuge wieder laden, dass die alle wieder hell hinterlegt werden, und dann fragt er noch einmal, und ja, so ist das Ganze ziemlich einfach gemacht. Ja, wir steigen jetzt hier wieder ein. Wir bleiben bei weichen Rennreifen. Die reichen uns hier nämlich. Die halten auch lang genug. Die Strecke ist zwar ziemlich kurvig und ja, eigentlich auch reifenverschleißend. Aber ja, nach dem Patch ist es kein Problem mehr, mit denen draußen zu bleiben. Unser Vorsprung ist auch ziemlich groß, also brauchen wir uns da keine großen Sorgen zu machen. Das Tanken dauert auch hier immer noch am längsten. Das ist wohl in jedem Langstreckenrennen so. Die Fahrzeuge verbrauchen auch oft sehr viel Benzin. So, 32 Runden, also das ist jetzt schon das erste Drittel des Rennens vorbei. Bei 47 Minuten Fahrzeit. Die schnellste Runde, die wir bislang gefahren sind, ist eine 1:23.707 gewesen. Ja, und wir überrunden munter hier weiter, sind immer noch unterwegs mit der Dodge Viper ACR. Ziemlich cooles Fahrzeug, lässt sich wunderbar steuern. Sieht auch designmäßig ziemlich cool aus, finde ich. Ja, und eigentlich hält uns hier nichts weiter auf. Ja, ich habe auch schon überlegt, ja, was ich jetzt nach diesem Projekt hier machen werde. Natürlich hat er das jetzt hier erstmal noch einige Parts bekommen. Ja, und dann ist die Frage, ob in dieser Zwischenzeit sich irgendwas mal getan hat von wegen Patch für den Langstreckenbug. Weil ich würde natürlich schon sehr gerne mal die 24 Stunden von Le Mans weiterfahren und auch zu Ende bringen, weil ich dort nämlich nächstes Jahr auch gleich mit dem 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring weitermachen möchte. Ja, alles nicht so einfach. Das muss ich natürlich warten. Spekulieren. Eventuell werde ich dann vielleicht das 4-Stunden-Rennen vom Nürburgring übertragen. Ich weiß nicht. Oder das 1000-Kilometer-Rennen von Suzuka. Ja, das ist die Frage natürlich, was wäre euch denn lieber? Wollt ihr lieber das 4-Stunden-Rennen vom Nürburgring oder das 1000-Kilometer-Rennen von Suzuka sehen? Könnt ihr ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich mich dementsprechend auch danach ausrichten. Ja, abgesehen von dem Patch vielleicht ist es auf jeden Fall das nächste Projekt, was laufen wird. Ja. Von den Langstreckenrennen zumindest. Ja, ansonsten möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken für die tollen Kommentare, die ich bekommen habe zu meinem ja, Abonnenten-Video, Bedankungsvideo, sage ich jetzt einfach mal. Habe ich mich echt sehr darüber gefreut, dass euch das alles so gefällt. Und ja, wirklich, habe mich wirklich gefreut. Ja,
wenn ihr mal mitfahren wollt, mitzocken wollt, ich habe auch schon von einigen die PSN-IDs bekommen. Die habe ich mir hier auch teilweise notiert und ich werde euch dann auf jeden Fall hinzufügen, wenn ich die Konsole mal wieder anschalte. Kommt nicht immer so häufig vor wegen der Arbeit, dass ich da so oft so komme. Meistens, wenn ich mal frei habe oder am Wochenende. Hab jetzt auch wieder mit dem Schichtdienst angefangen. Und ja, wahrscheinlich dieses Wochenende werde ich da mal euch hinzufügen. Ja, die Überrundungsmanöver hier, die laufen eigentlich relativ gut. Jetzt sind wir mal eine neue schnellste Runde, eine 1:22.602 gefahren. Ja, die laufen ziemlich gut. Wir kommen gut an den Fahrzeugen vorbei. Und das ist eigentlich kaum ein Problem hier. Ja, nochmal ein bisschen was zur Strecke. Also die Strecke liegt, wir sehen wir gerade, ja, hat hier auch die KI baut auch hin und wieder mal Fahrfehler ein. Ja, die Strecke liegt in Kalifornien, in den USA und heißt eigentlich, wie man jetzt hier vorne auf dem Schild sehr schön erkennen kann, Mazda Raceway Laguna Seca. Wurde nämlich von Mazda gekauft und ist eine offizielle Mazda Teststrecke, würde ich schon sagen. Teststrecke natürlich. Ja. Eigentlich benutzt aber nicht nur Mazda die Strecke, zum Beispiel auch Mercedes nutzt die Strecke oft für Testfahrten. Der Mercedes SL65 Black Series von AMG Mercedes wurde hier unter anderem mitgetestet, aber auch der Mercedes SLS AMG GT3. Der wurde hier auch getestet mit Bernd Schneider damals hier. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da gab es auch mal extra ein Video für. Ja, die Strecke hat auch wirklich gute Züge und schwieriges Layout, wo auch ein Fahrzeug eigentlich mit vielen verschiedenen Gegebenheiten zurechtkommen muss. Vor allem ein gutes Fahrwerk braucht ein Fahrzeug hier auf dieser Strecke, weil es wirklich viele ja, belastende Kurven fürs Fahrwerk gibt. Vor allem auch diese berühmte Korkenzieherkurve, durch die wir hier immer wieder durchfahren. Ja, und nochmal generell zum Kanal was zu sagen. Da habe ich zum einen mal letztens ein Let's Play angefangen zu dem Titel Rage. Ja, da werde ich wahrscheinlich nichts mehr zu machen, weil da gab es einfach zu wenig Rückmeldungen und auch zu wenig Aufrufe. Hat anscheinend keinen so wirklich interessiert. Ja, kann natürlich immer mal passieren und deswegen werde ich das Projekt dann auch einfach nicht mal weiterführen. Weil macht ja nicht so viel Sinn, wenn es keinen interessiert, das weiter zu verfolgen, ja. Ja, demnächst werdet ihr dann wohl noch mal was von Far Cry 3 zu sehen bekommen. Vielleicht mache ich da mal ein Review, wenn ich es schaffe. Auf jeden Fall mache ich, wenn dann, ein Quick Review. Ja, das Spiel ist ziemlich cool. Habe ich jetzt zuletzt auch oft mal drin gehabt und gespielt. Ich werde es jetzt auch bald mal online ausgiebig antesten und euch da meine Information zu weitergeben. So, hier sind wir jetzt auch mal wieder ein bisschen weiter rausgekommen. Hin und wieder passiert es doch mal. Eigentlich, wenn man konzentriert fährt, passiert es nicht, aber hin und wieder hat man ja auch mal so seine Smartphones, die auf einmal klingeln etc. und einen ablenken. Wir fahren auch wirklich schöne Wagen mit. Hier haben wir gerade den Buick gesehen. Hier sehen wir nochmal den Ford Mustang V8 GT, glaube ich. Ja. So, und in Sachen dieser Rennveranstaltung für 2013
gibt es auch schon wieder ein paar kleine Neuigkeiten, nämlich ja, ist erstmal ein Einzelevent als erstes angesetzt wahrscheinlich, und zwar soll das Ende Dezember stattfinden, wahrscheinlich an einem Wochenende. Also vielleicht auch zwischen dem 28. und 30. Dezember. Ja, müssen wir mal schauen. Muss ich auch selber mal schauen, wie ich dafür meinen Arbeitsplan und der Veröffentlichung davon dastehe. Weil im Vorfeld muss ja auch ein bisschen Zeit da sein, um sowas, ja, um den Teilnehmern auch genügend Zeit zu bieten, sich anzumelden. Dazu würde ich wahrscheinlich in diesem Wochenende jetzt auch nochmal was zu bringen. Ein kleines Video vielleicht. Und dementsprechend kann das dann auch langsam anlaufen. So, jetzt sehen wir hier wieder den Pontiac GTO. Da fahren wir auch wunderbar dran vorbei. Ohne Probleme. Ich glaube, das war gerade ein Dodge Charger. Oder Challenger, ich weiß es gar nicht so genau. Also ich muss ja leider zugeben, mit den amerikanischen Muscle Cars kenne ich mich gar nicht so gut aus. Ich kenne nur die, ja, die gängigen Challenger, Charger, ein paar Pontiacs etc. Ja, da muss ich nochmal ein bisschen nachhaken. Ansonsten kenne ich mich eigentlich mit fast allen verschiedenen Fahrzeugen sehr gut aus. So, langsam aber sicher nennen wir uns auch mal der Halbzeit des Rennens. Sind natürlich noch 6 Runden bis dahin. Aber wir haben auch schon in dieser Zeit fast eine Stunde jetzt an Fahrzeit. Also das Rennen kann man so ungefähr mit 2 Stunden 15 ungefähr so einordnen. Falls es mal einer vorhat, am Stück zu fahren. Ja, ist das vielleicht ein ganz guter Anhaltspunkt für euch. Kommt natürlich auch drauf an, was ihr für ein Fahrzeug nehmt. Wenn ihr hier den Red Bull X1 nehmt, oder X2010 oder 2011 heißt er ja jetzt, wurde hier mal umbenannt, dann seid ihr natürlich deutlich schneller dabei. Ich wurde auch schon gefragt, warum ich diesen Wagen nicht genehme oder genommen habe, auch für andere Langstreckenrennen. Ja, da muss ich einfach sagen, es passt einfach nicht in dieses ganze Rennflair rein, und das ist für mich auch kein richtiges Auto, sondern eher so ein, ja, keine Ahnung, Staubsauger hätte ich fast gesagt. Nee. Ja, ist natürlich schon das ultimative Rennfahrzeug, aber hat hier, denke ich mal, nichts zu suchen. Ich versuche immer die Fahrzeuge zu nehmen, die auch ungefähr im gegnerischen Feld anzutreffen sind, und das ist auch einfach viel besseres Rennsportfeeling dann. Und es macht auch einfach keinen Spaß, finde ich, mit diesem komischen Red Bull da rumzufahren. Hat für mich kein realistisches Fahrgefühl. Und das ist mir doch schon wichtig, dass es sich irgendwie, ja, realistisch anfühlt, das Ganze. So, ja, dieser Part sollte dann auch jetzt schon mal wieder beendet sein. Ich danke euch auf jeden Fall immer wieder, dass ihr dabei wart und dass ihr fleißig meine Videos guckt und mir auch immer so gute Bewertungen gibt. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ja, dass ich auch wieder mehr Abonnenten habe, freue ich mich auch wunderbar sehr drüber. Ja, in diesem Sinne danke ich euch natürlich wieder, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.